Oh, und hier könnten wir dich mal abholen, dich mitnehmen. Und hier rein tun. So, du kommst mit. Weg, 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 weg. Weg. Okay, da kommt jetzt wieder ein bisschen Kupfer rein. Das ist schon mal gut. Und wie viele Kupferplatten wurden hier abgezogen? Okay. Wie kriege ich die jetzt am besten da wieder rauf? Kiste. Kupferplatten. Das muss ein schnelles Ärmchen sein. Das bringt so nichts. Schnelles Ärmchen. Eigentlich sogar ein extrem schnelles Ärmchen. Eigentlich ein extrem schnelles, kurzes Ärmchen. Half Output, ne? Ja. Noch besser. Kiste an die Ecke. Kupfer rein. Extrem schnell hinten. Extrem schnell vorne. So, das müsste recht schnell wieder in Umlauf kommen. Goodie. Auch so ein bisschen was wollte ich auch noch für den Privatverbrauch haben. Gut. Problem Nummer 1. Problem Nummer 2 war Geschwindigkeit oben bei Leichtöl zu Gas. Das muss noch rein. Ein ganz schön Plastikstau hier. So, du brauchst... Ja, wir haben auch bald keine Schwefelsäure mehr. Du brauchst Eisenplatten. Du brauchst Eisenplatten. Die hier könnten auch schneller arbeiten, ne? Ja, komm. Schneller. Du schneller. Und du theoretisch auch schneller. Aber okay. Hier. Puh, nö, Eisenplatten fehlt. Das ist... Sehen wir es positiv. Wir haben viele grüne Chips und wir haben ganz viel Öl. Das sind Probleme, die im letzten Let's Play schön gewesen wären. Also, sind ja nicht wirklich Probleme. Aber allgemein, wir hatten gegen Ende des letzten Durchlaufs arge Probleme, was grüne Chips anging und Öl. Das ist beides jetzt nicht vorhanden. Und wird auch voraussichtlich nicht sehr lange vorhanden sein. Okay, weiter aussortieren. Du weg da, du. Du rein da. Oben wollte ich noch die Dinger hier anbauen. Genau, ich wollte oben die ganze Anlage bauen. Die Kupferanlage. Spricht da irgendwas gegen, wenn ich das jetzt mache? Nicht wirklich, ne? Ich hätte aber gerne noch mehr Eisen dabei. Nur für den Fall, dass ich irgendwas bauen muss. So. Oh, Shooting Speed für das Ding ist weitergegangen. Gut. Was haben wir hier? Robotics. Lubricant. Braucht 50-50. Irgendwas anderes, wichtigeres, sinnvolleres. Lila Tränke. 300. Besseres Steel Axe. Nö, nö. Nö. Laser Turret Damage bräuchte ich. Ja. 100, 100. Das ist jetzt schwierig zu beurteilen, weil wir wurden noch nie wirklich angegriffen und haben uns durch die Lasertürme verteidigt. Also weiß ich nicht, wie stark die sind und wie viel mehr die brauchen und was weiß ich. Deswegen erforsche ich das, glaube ich, erstmal nicht. Ich erforsche lieber die roten Engines. So. Okay, also, jetziger Plan. Wir laufen ganz hoch zu dem oberen Kupferfeld, das außerhalb der Basis liegt. Plop, 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 plop. Das außerhalb der Basis liegt und holen uns da das Kupfer. Also ja, wir könnten auch das direkt nach unten weiterleiten, aber das ist viel zu wenig, was da drin ist. Das wird eine sehr lange Leitung. Mal gucken. So, billige Strommästchen. So müsste richtig sein. Und hier Zweierabstand. Obwohl, warte mal, wir sind außerhalb, also ist es vollkommen.
Warte mal, rechte Maustaste gedrückt halten. Ah, okay. Lalala. Sieht komisch aus, aber ist egal, es gehört nicht zur Basis. Genau, hier hin. Und hier kann das Muster ruhig wieder anspringen. So. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mist. Okay. Da und da und da. Fließband. Hier können wir es wieder runterziehen. Hatte ich erwähnt, dass es ein sehr langes Fließband werden wird? So. Eventuell hätten wir hier schon die erste Bahn bauen können, aber... Oh. Aber die hätten wir erstmal erforschen müssen. Und das Aufbauen von einer Bahnstrecke dauert ja teilweise doch ein wenig, ne? Haben wir gelernt. Weg, weg. Runter, 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 runter. Ganzen Ölgeschichte vorbei. Ich glaube, wir kommen sogar auf einigermaßen der richtigen Höhe raus. Ja. Genau, hier kam ja vorher das Erz an. Okay, das heißt, wir brauchen nur nochmal so 2 Stacks an Fließbändern. Nom, 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 nom. Wie viel haben wir? 2,5 Stacks. Sehr schön. Das wird reichen. Hier läuft auch wieder alles. Ich sehe Kupferdraht. Ich sehe Chips in Produktion. Rote Tränke allerdings. Staunen sich immer noch nicht. Wir brauchen MK2 Geschwindigkeitsmodule. Hey, jo. Oh, war ja. Du, her damit. Wo geht's da lang? Ist noch kein Kupfer angekommen, ha? Huh? Ja, das Fließband ist echt... Ah doch, da kommt das erste. So. Weg. Und dann unten gleich anschließen. Sehr schön. Und das Eisenfeld da könnten wir auch demnächst anschließen. Oh, wir müssen gleich unterirdisch gehen. Haben wir noch welche? Ja, 6 Stück. Also unterirdische Fließbänder. Weg, 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 weg. Böse Bäume. Wir brauchen Smog. Wir brauchen stärkere Gegner. Das klingt echt komisch. Aber ist so. So, einmal unterirdisch, einmal raus. Und dann schließen wir dich hier direkt an. Mit einer Kurve. Und nicht mit einfach so glatt drauf. Du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Unterirdischen Dinger hier können weg. Den können wir die roten unterirdischen woanders benutzen. So. Ja, sehr schön. Also unser riesen Kupfervorrat, den wir noch eben rumliegen hatten, der ist eingespeist und versorgt das ganze System wieder. Und sobald der sich dem Ende neigt, kommt das Kupfer von oben und müsste alles soweit okay sein. Also Kupfer ist wieder geregelt. Eisen ist das nächste Problem. Rote Engines könnten wir jetzt herstellen. Aber dafür bräuchten wir erstmal eine Anlage, die normalen Engines baut. Was wir ja auch gleich machen könnten. Tech 2 Speedmodule brauchen wir. Werden erforscht. Wie schaut es mit Strom aus? Immer noch alles gut. Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Ich hätte gerne mehr Schmelzöfen. Haben wir dafür die Ressourcen dabei? Nein. Was fehlt? Stein. Stein da. Also es wird bestimmt noch was anderes fehlen, aber für die ersten fehlt auf jeden Fall schon mal Stein. So. Kupfer fehlt. Ja, nee. Nicht mehr wirklich.
Ups. Ja, so haben wir halt 400. So, 12 Schmelzdinger müssten das dann sein. Und das reicht auch erstmal. Dann setzen wir die hier überall hin. Ein Teil macht Kupfer, der andere Teil macht Eisen. Oder wie machen wir das? Nee. Weiß ich noch nicht. Also auf jeden Fall müssen die Bäume hier schon mal weg. Das kann ich schon mal vorarbeiten. Die müssen alle weg. Weg, weg, weg. So, also 2, 4, 6 Stück könnten wir hier schon mal unterbringen. Das Fließband wird nicht mehr gebraucht. Da ist der Abtransport. Das heißt, da oben wäre die nächste Reihe. Ja, also einfach hier nochmal 2, 4, 6 und so weiter. Sind schon irgendwelche Schmelzöfen fertig? Nein. Okay, also ne, hier nochmal so eine Reihe Schmelzöfen. Das ist doof. Naja, obwohl, wir machen dann hier drunter eine Fließbandreihe, die ist für Eisen. Und oben die Reihe ist nur für Kupfer. Momentan haben wir hier alles Kupfer gemacht. Das heißt, auf das Fließband muss jetzt später das Eisen raufkommen. Das, was jetzt momentan noch unten gemacht wird. Aber wir können hier von dem Feld hier oben, das Eisenfeld, das transportieren auf das Fließband hier. Also hier ein Knick. Und ich bräuchte Licht. Wo ist die Lichtreihe? Hier ist die Lichtreihe. So. So. Da der Knick. Das kommt weiter hoch. Achso, da unterirdisch. Alle schön gleichmäßig. Zing, zing. Oh, ihr seid wieder falsch rum, huh? Genau. So rum. Viel zu viele Bäume. Und ich brauche noch neue Mining Drills. 4 Stück. Ja, das sieht gut aus. Wo habt ihr euch wieder versteckt? Da. Weg mit ihr. Da. Okay, also für das Projekt, was jetzt gleich kommt, brauchen wir wieder Strommasten. Und da auch ruhig die guten. Weil das ist ja wirklich in unserer Basis drin. Das ist ja nicht so ein Außenposten wie da oben. Also mit den guten Strommasten hier alles auskleiden, dann die Mining Drills hinbauen, dann noch ein paar Fließbänder von unten klauen, das da anschließen, die restlichen Bäume weg, ja, die restlichen Bäume weg und dann haben wir hier die Schmelzanlagen. Die Schmelzanlagen müssen wir so einstellen, dass die unteren Schmelzöfen wirklich nur Eisen machen vom unteren Fließband und die oberen Schmelzöfen Kupfer vom oberen Fließband. Und das dauert viel zu lange mit den roten Chips. Ich hätte mir die irgendwo stibitzen sollen. Das wäre einfacher gewesen. Achso, und ihr habt jetzt keinen Platz mehr hier drauf, hä? Okay, warte. Baue ich mal kurzfristig um. Wenn ihr das später gar nicht machen sollt. Ah, und hier könnten wir halbe Ärmchen benutzen. Ah, du. So. Ja, es wird eh alles weggemüffelt vorher. Na gut. Was fehlt jetzt noch? Die ersten Schmelzöfen. Ich will mal gucken, ob es hier einigermaßen hinhaut. Ja, ist okay. Also das sind jetzt unsere neuen Kupfer. Haut nicht hin. Wegen dem Fließband hier. Es ist zu nah dran. Das heißt, wir müssen das mit dem Plastik umbauen. Okay, nächste Folge. Oder nächste Folgen. Eisen anschließen, Stromnetz ausbauen. Das Plastikfließband muss vorher abknicken und irgendwie anders da drauf kommen. Das ist gar nicht das Plastikfließband, das ist das. Genau, das ist das Dingensbummensfließband. Das Batteriefließband. Das muss dann hier irgendwie lang laufen. Und dann hier unten erst auf das Fließband kommen. Damit wir hier schön viel Platz haben für das Ding. Weil hier müssen ja die Ärmchen hin. So. Und da kommt das Fließband ran.
Also auf der Höhe, wo jetzt die hier sind. Und da wären die da am Weg. Außer ich mache die unterirdisch. Aber stört denn hier? Nee, das muss einfach weg. Das müssen wir anders regeln. Das gucke ich dann später. Also bis gleich.